Am 6. Mai ist es endlich soweit, König Charles III. Wird in einer offiziellen Zeremonie gekrönt. Wie der Buckingham Palast nun offiziell bekannt gab, wird Prinz Harry unter den Anwesenden sein. Allerdings wird Herzogin Meghan bei der Krönung fehlen. Der Buckingham Palast freut sich bestätigen zu können, dass der Herzog von Sussex am 6. Mai an der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey teilnehmen wird. Die Herzogin von Sussex wird mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben, heißt es in dem offiziellen Statement. Der 6. Mai ist ein bedeutendes Datum für die britischen Royals. So findet nicht nur König Charles' Krönung statt, Prinz Archie feiert außerdem seinen 4. Geburtstag. Den Geburtstag werden Archie, Herzogin Meghan und Prinzessin Lilibet allerdings ohne Prinz Harry verbringen. Lange wurde nach den Zerwürfnissen der britischen Royals spekuliert, ob Prinz Harry und Herzogin Meghan am 6. Mai dabei sein werden. Jetzt kommt Prinz Harry allein zur Krönung.